So, das erste Thema, worüber wir sprechen wollen, ist das Thema, was hinter vier Buchstaben irgendwie versteckt liegt. Und diese vier Buchstaben sind COPD. COPD ist Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Das ist der technische Name. Auf Spanisch gibt es dieselben vier Buchstaben. Und in allen Sprachen wird heute von COPD gesprochen. Das Schlimme ist, dass nicht nur und in den Familien darüber nicht gesprochen wird. Das Schlimme ist, dass die Weltgesundheitsorganisation heutzutage schon von der Möglichkeit spricht, dass für das Jahr 2020 etwa zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Personen auf dieser Welt an COPD leiden werden. Wenn man dazu die letzte Nachricht einer sehr wichtigen ärztlichen Zeitschrift nimmt, wo die Aussage machen, dass die Pollution oder die Weltverschmutzung ist 16 Mal mehr verantwortlich für Todesfälle als die Kriminalität im Allgemeinen. Das sind harte Ziffern. Da müssen wir sehr viel darüber nachdenken. Und da müssen wir auch zusehen, wenn der Staat, wenn die Regierungen sich nicht darum kümmern, dass uns so ein Tsunami entgegenkommt, mit 1000 Millionen oder 900 Millionen Personen mit derselben Krankheit, müssen wir uns als Väter, als Mütter, müssen wir uns anfangen, Sorgen zu machen, was wir dagegen machen können. Letzten Endes ist das eine Sache, wenn man über Pulmonary Disease, obstruktive Pulmonary Disease spricht, hat das was mit den Lungen zu tun. Also, was sind die Ursachen? Rauchen aktiv und passiv. Wir müssen diesen Sachen aus dem Weg gehen. Wir haben viele Krankheiten, die heutzutage als banal anfangen, nicht wahr? So wie das COPD. Vor ein paar Jahren wurde das banalisiert mit dem Namen Raucherhusten. Tja, Raucherhusten, nicht wahr? 1000 Millionen Personen mit Raucherhusten. Was wollen wir da machen? Und da haben wir, Gott sei Dank, heute die Möglichkeit, uns zu helfen, zu Hause, ne, mit einer Therapie oder mit einer Atmungsweise, mit einer Atmungsdisziplin, die Spirovitalisierung heißt.